Fotos, Zitate und Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft verbreiten sich im Internet oft viral. Im Netzjargon ist dann von Science Porn die Rede. Unter dieses Phänomen fallen kurze und niederschwellige Nachrichten, wie sie etwa die Twitter-Accounts und Facebook-Seiten I fucking love science und History in Pics veröffentlichen. Doch viele dieser Seiten verbreiten Hoaxes, also völligen Unsinn, warnt die Modebloggerin Susanne Schnattmeier. Die Expertin erkennt schon an der Kleidung, wenn es sich bei einem angeblich historischen Bild um eine Fälschung handelt. Dieses Bild zum Beispiel. Angeblich zeigt es eine Szene aus dem Paris der 20er Jahre. Wo man, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, sofort denkt, da kann was nicht stimmen, der Rock ist zu kurz, die Absätze sind viel zu hoch. Und dann habe ich eben angefangen, das zu recherchieren. Und tatsächlich, das Foto stammt in Wahrheit aus einer Ausgabe des französischen Modemagazins Le Figaro Madame von 2012. In ihrem Blog Textile Geschichten entlarvt Schnattmeier noch mehr solcher pseudohistorischen Postings als geklaute und manipulierte Fotos mit häufig frei erfundenen Überschriften. Hinter den Accounts stecken in Wahrheit keine Historiker oder Wissenschaftler, sondern eher Social-Media-Profis, vermutet Schnattmeier. Und denen geht es nicht um korrekte Geschichtsschreibung, sondern um Reichweite. Denn die Retorten-Accounts sollen irgendwann Geld einbringen. Also wenn die eben so und so viele 100.000 Follower haben, dann sind die natürlich eine Menge wert. Und wenn man dann zum Beispiel einmal kurz nur ein Produkt dort bewirbt, dann kann man damit unfassbar viel Geld verdienen. So wie die Erfinder von History in Pics. Zwei Teenager, die mit ihren Accounts mehrere 100.000 Euro pro Jahr umsetzen. Henning Krause ist Social Media Manager der Helmholtz-Gemeinschaft. Er ist ein Fan von I fucking love science und kopiert den Stil der Unterhaltungsseite sogar für seine eigene Arbeit. Denn die Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft unternehmen spannende Expeditionen in die Antarktis, arbeiten mit einem Teilchenbeschleuniger und erforschen faszinierende Nanostrukturen. Vor allem den Nachwuchs könne man mit Science Porn erreichen. Und es geht sogar so weit, dass dann Leute sich bei uns bewerben und sagen, ich will jetzt hier mitarbeiten als Azubi, als Wissenschaftlerin, will bei euch eine Doktorarbeit machen, eben weil ich eure Podcasts gehört habe, eure Comics gelesen habe oder auf Facebook so tolle Inhalte von euch gesehen habe. Krause möchte noch viel mehr Kollegen ermuntern, ihren eigenen Science-Porn ins Netz zu stellen. So wie die Vorbilder aus den USA. Dort albern Elite-Professoren auf YouTube herum, NASA-Astronauten nehmen Musikclips auf und werden wie Rockstars gefeiert, während die meisten deutschen Forscher eher durch Zurückhaltung auffallen. Der Wissenschaftssoziologe Peter Weingart hingegen hält nicht viel von der Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken. Wissenschaftler sollten in seinen Augen nach Wahrheit suchen, nicht nach dem Applaus der Öffentlichkeit. Das ist die Welt des Advertising. Also das ist die Welt des Reklamemachens und mit Reklame Geld verdienen. Und dass Wissenschaftler sich auf dieses Geschäft in einer Weise einlassen und sich daran beteiligen, ist mir unverständlich. Trotz solcher Kritik stellen immer mehr Forschungseinrichtungen Spezialisten wie Henning Krause ein. Kommunikatoren, die zwischen Forschern und Laien vermitteln sollen. Und dass sich diese Arbeit lohnen kann, zeigt die Geschichte des kleinen Merlin. Der will wissen, warum Pluto kein Planet mehr ist. Die Weltraumforscher schicken ihm einen lustigen Brief als Antwort. Und der ist in den sozialen Netzwerken explodiert, muss man quasi sagen. Also ist unglaublich stark geteilt worden, weil die Wissenschaftler ihn zwar jugendgerecht angesprochen haben, ihm aber auch wissenschaftlich fundiert erklärt haben, warum der Pluto jetzt kein Planet mehr ist und was da Sache ist. Im Namen der Wissenschaft werden nicht nur Fakten verbreitet. Das gilt on wie offline. Aber Science Porn, der sich an den ethischen Anspruch der Wissenschaft hält und der Wahrheit zu dienen versucht, kann helfen, das Interesse an neuen Erkenntnissen zu steigern. Vor allem dann, wenn man den beteiligten Wissenschaftlern die Begeisterung für ihre Arbeit ansehen kann.